Du möchtest schreiben lernen und hier zeige ich dir, wie das geht. Vielleicht kannst du schon deinen Namen schreiben oder auch einige andere Wörter schreiben. Hier in unserem ersten Meilenstein soll es darum gehen, dass du bald alle Wörter schreiben kannst, die du möchtest. In der Tat ist der erste Meilenstein hier beim Schreiben somit der schwierigste, der auch am längsten dauern wird. Bitte lass dich davon nicht entmutigen. Ich werde dir gleich zeigen, wie es Schritt für Schritt funktioniert. Du brauchst dazu die Bildkarten der Stufe 1 und später auch die Bildkarten der Schwierigkeitsstufe 2 sowie die Anlautbilder und etwas zum Schreiben. Bist du bereit? Dann lass uns starten. Zunächst einmal möchte ich dir etwas erklären. Hier siehst du eine Banane. Das Wort Banane, wie auch jedes andere Wort, besteht aus Lauten. Laute, das sind das, was man hören kann. Ein Wort hat immer ein Anlaut. Das ist das, was man ganz vorne hört. Einen Endlaut, das ist das, was man am Ende hört. Und dann noch Laute in der Mitte. Heute, im Meilenstein 1, geht es darum, zu einem Wort den Anlaut zu schreiben. Dazu nutzen wir diese Übersicht hier. Du siehst viele einzelne Bilder und zu jedem Bild den passenden Anlaut. Hier zum Beispiel siehst du eine Lampe. Und der Anlaut bei Lampe ist das L. Oder hier zum Beispiel siehst du ein Ohr. Das Wort Ohr beginnt mit einem O. Deswegen steht hier ein O. Oder hier noch ein drittes Beispiel. Hier siehst du eine Tasche. Was hörst du ganz vorne beim Wort Tasche? Ein T. So wird das T geschrieben. Schauen wir uns nun mal dieses Bild an. Wir haben schon darüber gesprochen, das ist eine Banane. Nun wollen wir herausfinden, welchen Anlaut schreibt man ganz vorne bei Banane. Wir suchen das Wort in unserer Anlautübersicht. Und sehen, hier ist die Banane und können somit schlussfolgern, das ist das B, Banane schreibt man vorne mit einem B. Schau mal hier, hier siehst du eine Gabel. Was hörst du ganz vorne bei dem Wort Gabel? Gabel. Dort ist sie. Und so schreibt man den Laut dazu. Das ist ein G. G wie Gabel. Hier siehst du eine Ameise. Was hörst du ganz vorne bei dem Wort Ameise? Ein A. Hier siehst du, wie du es schreiben kannst. Schau mal hier, eine Maus. Welchen Anlaut hörst du bei dem Wort Maus? Es ist ein M. Um nun zu wissen, wie man das M schreibt, schaust du in die Anlautübersicht, suchst die Maus und so wird die Maus am Anfang geschrieben. Das ist der Anlaut zu dem Wort Maus. Das ist ein Zaun.
Wir suchen ihn in unserer Anlautübersicht. Und so wird das Wort Zaun am Anfang geschrieben. Das machst du so lange weiter, bis du den Anlaut sicher aufschreiben kannst. Das braucht ganz schön viel Übung und benötigt einiges an Zeit und irgendwann bald wirst du den Anlaut sicher bestimmen können. Und dann geht es weiter mit Schwierigkeitsstufe 2. In der Schwierigkeitsstufe 2 kommen auch Bilder dazu, die wir nicht auf unserer Anlautübersicht finden können. Hier müssen wir herausfinden, welches Wort von denen, die hier abgebildet sind, hört sich vorne genauso an wie das Bild, was wir hier haben. Schau mal, das ist eine Geige. Du findest hier keine Geige, aber du findest ein Wort, was sich vorne genauso anhört wie Geige. Hast du schon eine Idee? Es ist nämlich die Gabel. Gabel und Geige hören sich vorne genau gleich an. Sie haben beide den gleichen Anlaut und deshalb wird auch die Gabel vorne mit einem G geschrieben. Hier siehst du einen Hund. Hund, als Anlaut hörst du ein H. Wie wird das H geschrieben? Welches dieser Bilder hört sich vorne genauso an wie Hund? Wo hörst du auch ein H? Gar nicht so einfach. Es ist hier der Hase. Hase und Hund fangen beide mit einem H an. Schau mal hier, eine Katze. Welches dieser Bilder hört sich vorne genauso an wie Katze? Es ist die Kerze. Kerze, Katze beginnt beides mit einem K. Hier haben wir eine Tomate. Tomate hört sich vorne genauso an wie Tasche. Keine Sorge, wenn es dir nicht gleich beim ersten Mal gelingt und du nicht sofort den passenden Anlaut findest. Es braucht wirklich einiges Zeit an Übung. Schau mal, hier siehst du einen Schal. Schal hört sich vorne genauso an wie Schere. Auch das ist möglich bei den Anlauten. Mit dem Laut Sch beginnt das Wort Schal. Das übst du so lange weiter, bis du sicher bist, zu jedem beliebigen Wort den Anlaut zu bestimmen. Wie gesagt, das braucht etwas Zeit und Übung. Es ist der wichtigste Meilenstein im Schreiben und ich wünsche dir nun viel Erfolg und gutes Gelingen beim Üben. Wir sehen uns beim nächsten Meilenstein. Mach's gut!